Ganz Isengard ist verlassen. Diese Armee hat nur ein Ziel, die Welt der Menschen zu vernichten. Der dunkle Herrscher naht. Zurück! Zurück, elende Bestie! Sie suchen den Ringträger. Bleib bei mir. So, herzlich willkommen zurück zu der Herr der Ringe, die zwei Türme. Und ich muss jetzt mal ein bisschen hier ausweichen, damit ich erstmal erzählen kann. Wir spielen jetzt Aragorn, wie gesehen, und wir müssen jetzt den kleinen Hobbit Frodo, der jetzt der neue Ringträger ist, da er den Ring gefunden hat, beschützen vor den sogenannten Ringgeistern, die ihr da seht, oder beziehungsweise dem einen, der jetzt da rumläuft. Insgesamt 9 gibt es von denen. Und das waren früher mal die 9 Könige, die man im Vorspann gesehen hat. Die 9 Menschenkönige, aber die sind so von Macht besessen worden, dass sie jetzt zu den Ringgeistern wohnen. Die laufen echt komisch. Naja, auf jeden Fall können sie den Ring spüren und suchen dann denjenigen, der ihn trägt und wollen ihn dann töten, um ihn zu ihrem Meister zurückzubringen. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist Feuer. Okay, und da kommen jetzt 2. Man kann sie nicht töten, man kann sie nur vertreiben. Genau wie in den Filmen. Und ja, ich habe auch direkt mal wieder einen lustigen Funfact hier. Und zwar war das Viggo Mortensens, also der Schauspieler von Aragorn, allererste Szene, die er für den Herr der Ringe drehen musste, weil Aragorn wurde ursprünglich sogar falsch gecastet. Das heißt, die hatten dann einen anderen für die Rolle vorgesehen. Dann hatten sie aber gemerkt, okay, der ist viel zu jung dafür, der passt gar nicht so wirklich auf die Rolle. Und dann sind sie auf Viggo Mortensen gekommen, haben ihn angerufen, der erstmal gar nicht wusste, was Herr der Ringe ist und sich das deswegen noch überlegen musste. Frodo, nimm dich in Acht! Hilfe! Die sind überall! Genau, und der Ring macht unsichtbar, sofern man ihn anzieht, aber dann spüren die Ringgeister ihn erst recht, und das ist das Problem. Ja, der gar nicht wusste, was Herr der Ringe ist, wollte ich gerade sagen, und dann hat aber sein Sohn gesagt, warte mal, ging es da bei dem Telefonat gerade um Herr der Ringe? Ja, kennst du das? Ja, das ist mein Lieblingsbuch und die machen da einen Film drauf, wie geil, du musst da mitspielen. Ja, und deswegen hat er da mitgespielt. Und das war seine erste Szene und das, obwohl er noch nie ein Schwert in den Händen gehalten hat. Das heißt, er ist da hingekommen, weil die hatten nur noch wenig Zeit bis zum Drehstart. Und er hat einen Crashkurs und einen Schwertkampf bekommen und musste das dann hier direkt drehen. So, so viel zu dem Funfact. Oh mein Gott, Frodo ist verwundet. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Aber man kriegt für die richtig viele Erfahrungspunkte, weil man die eigentlich fast nur mit Exzellent besiegen kann, wenn man das so macht wie ich und sich nicht treffen lässt. Okay, den könnte ich jetzt leider nur mit Gut besiegen wahrscheinlich. Obwohl, auch Exzellent. Und habe sogar einen Levelaufstieg. Das sieht man an dem Plus, dass er jetzt aufblinkt. Au! Komm her, du Sack. Jetzt mal wieder Fackel anzünden. Mann! So. Geh kacken. So, und tot. Ich glaube, das war's. Streicher! Verschont ihn. Rettet ihn. Im Schutz von Rivendell bewies der Kleinste unter uns den größten Mut. Ich nehme den Ring! Dies war der Tag, an dem alles begann. Ich bringe den Ring nach Mordor. Obwohl ich den Weg nicht weiß. Ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Baldwin. Solange sie dir auferlegt sein mag. Du bestimmst unser aller Schicksal, kleiner Mann. Sollte ich dich durch mein Leben oder meinen Tod schützen können? Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Und so hat sich schließlich die Gemeinschaft des Ringes gebildet. Schön was. Und wir haben exzellent für das Level bekommen. Ja, hätte ich im ersten Level auch kriegen können, da hätte ich, ich habe mir da so einige Tricks
spielt, weiß ich nicht, wie man das sagen soll, früher, als ich das Spiel so oft gespielt habe, da hätte ich die Gegner einfach die ganze Zeit entweder mit dem speziellen Konter töten sollen oder einfach die ganze Zeit in die Lava hinten treten können, damit ich Exzellen kriege, aber das sähe ein bisschen doof aus und wäre langweilig. Ich will das Spiel einfach normal durchspielen und will jetzt nicht in jedem Level die beste Bewertung bekommen, wobei die beste perfekt ist. Hatte ich in dem Level auch schon mal bei den Ringgeistern, weil das ist eigentlich auch relativ einfach, wenn man nicht die ganze Zeit labert, so wie ich, und dann die ganze Zeit angreift, ohne getroffen zu werden, was bei den Ringgeistern eigentlich nicht so schwer ist, kriegt man eigentlich ziemlich leicht perfekt in dem Level. Aber egal, ja, je besser man halt tötet, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man und desto mehr kann man sich kaufen, denn wir können unsere Charaktere auch upgraden. Ich glaube, das können wir jetzt auch gleich machen. Ich werde es gleich mal sehen. Ich drücke mal weiter. Kann aber auch sein, dass es erstmal direkt weitergeht und wir später ins Menü kommen. Ne, da sind wir in dem Menü. Sehr gut. Genau, da können wir uns nämlich neue Attacken für unseren Helden kaufen. Ja, ich muss dazu sagen, es gibt 4 spielbare Helden, 3 von Anfang an, einen kann man freischalten. Und da wir den freigeschalteten wahrscheinlich nie benutzen werden, wenn man den erst freischaltet, wenn man das letzte Level gespielt hat, werde ich die 3 abwechselnd mal spielen. Und zwar sind die 3, natürlich kann man schon vermuten, Aragorn, Legolas und Gimli. Wobei Aragorn natürlich mein Lieblingscharakter ist, weil er einfach am ausgeglichensten ist. Er ist ein starker Kämpfer, ist aber auch gut mit dem Bogen, den wir auch noch besitzen. Und bei Gimli und Legolas ist es allerdings anders. Gimli ist der stärkste von allen, dafür aber auch der langsamste in allem anderen, was er tut. Und Legolas ist der schnellste von allen, dafür aber auch der schwächste. Und ja, das hat alles so seine Vor- und Nachteile und Aragorn ist halt der ausgeglichenste und deswegen mag ich ihn am liebsten. Und weil er halt meine Lieblingsfigur ist. Gucken, was wir uns jetzt hier für ihn kaufen können. Wir hätten die schnelle Attacke, damit können wir wegstoßen. Das ist der Konterangriff, falls wir hingeworfen werden, können wir aufstehen und einem direkten Schlag verpassen. Isildurs Zorn, wobei ich die auch nie wirklich benutze hier. Isildurs Sturmangriff, ein verheerender Angriff. Halt dafür, ich glaube, das kaufe ich mir sogar. Und das für Gesundheitsverbesserung. Ich glaube, ich hole mir das. Und dann habe ich noch 4000, dann hole ich mir auch noch das hier, wo wir jetzt gerade dabei sind. So. Okay, dann würde ich sagen, können wir weitergehen. Bist du mit dem Einkauf fertig? Ja. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Aber das werde ich rausschneiden. So, nach den ersten 2 Leveln, die auch noch so Tutorial-mäßig waren, kommen wir endlich ins Menü. Das ist das Menü, wo wir uns Level auswählen können. Und die beiden haben wir schon geschafft hier. Das ist jetzt das nächste und ihr seht, es gibt nicht wirklich viele. Es gibt noch das, 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 dann die 3 und die 3 und das war es dann schon. Also gerade mal 3, 6, 9, 12 Level. Und dann gibt es auch noch für jeden Charakter, also für jeden der 4 Charaktere, ein Bonus-Level, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, sag ich mal. Und das hier sind alles Specials. Interview mit Peter Jackson und Barry Osborne, dem Produzenten. Elijah Wood, der den Frodo spielt. Ian McKellen, der den Gandalf spielt. Making of und Konzeptentwürfe. Ja, die sind auch sehr interessant, falls man das Spiel besitzt. Sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken. Und ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Level weiter. Das da wären die Tore von Moria. Und jetzt haben wir sogar die Auswahl von den 3 Charakteren, die ich eben gesagt habe. Weil hier gibt es nur Isildur im ersten und da nur Aragorn. Und hier haben wir jetzt die Auswahl zwischen den 3 Charakteren. Und ich versuche das so ein bisschen den Leveln abzupassen, deswegen nehme ich jetzt, weil es zu den... Eigentlich müsste ich... wie mache ich das? Eigentlich müsste ich erst im nächsten Level Gimli nehmen, damit es wirklich passt. Aber im nächsten Level brauchen wir einen guten Bogenschützen und deswegen ist Legolas da der Beste. Deswegen nehme ich jetzt Gimli. Weil wir sind jetzt auf dem Weg zur Stadt Moria, denn unsere Gemeinschaft hat sich jetzt gebildet und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Mordor, dem Reich von Sauron, um dort den Ring ins Feuer zu werfen. Und unser nächstes Ziel ist jetzt Moria, das ist die Zwergenstadt. Deswegen eigentlich das nächste Level, wo wir dann in der Stadt sind, eigentlich das Perfekte für Gimli, aber da brauchen wir halt einen schnellen Bogenschützen, deswegen nehme ich jetzt Gimli und danach Legolas. Nun Gandalf, du versuchst über den Caradhras zu führen. Und wenn das fehlschlägt, welchen Weg wählt ihr dann? Moria. Der Feind weiß nun, dass wir hier sind. Wir warten hier, bis der Weg frei ist. Im Ernstfall muss immer ein Zwerg herhalten. Genau, und das sind wir diesmal ausnahmsweise und wir müssen uns doch direkt mal auf den Weg machen und erstmal den Weg für unsere Gefährten räumen. Und
Und ja, man kann auch so Kisten finden, da sind dann Sachen drin, wie ja, Sachen zum Heilen oder aber auch Pfeile oder in Gimlis Fall jetzt Äxte, die wir jetzt auch werfen können, wie man hier sieht. Es können aber auch Upgrades drin sein, wie ich jetzt gerade eingesammelt habe. Und zwar können die dann uns ein Level-Up bescheren. Und das passiert immer, wenn die blaue Leiste, die ihr unten seht, einmal komplett gefüllt ist, dann kriegen wir ein Level-Up. So, so viel dazu. Leider fällt mir jetzt zu dem Teil hier kein Fun-Fact ein. Hier sind Orks. Viele Orks. Ja, eher Goblins. Das sind die kleinsten und schwächsten der Rasse. Und leider auch mit die schnellsten manchmal. Ja, ich kann was über den Schauspieler von Gimli erzählen, den John Rhys Davies. Der ist nämlich eigentlich, wie ihr vielleicht schon vermutet, gar kein Zwerg, sondern fast so größer eigentlich als ich. Also ich bin 1,78, 79 so um den Dreh. Ich glaube, der ist 1,85 oder so. Also ziemlich groß. Und deswegen ist schon erstaunlich, wie die das so hinbekommen mit verschiedenen Winkeln. Und dann auch Größendouble haben die auch für die Hobbits und für die Zwerge. Aber John Rhys Davies hatte nämlich während des Drehs ein echtes Problem. Und zwar seine Maske. Weil der trägt ja auch eine Maske, wo der Bart noch dran befestigt ist. Und auch die Haut ist eine Maske. Weil, naja, ich glaube nicht, dass John Rhys Davies in Wirklichkeit so eine unreine Haut hat wie ein Zwerg und oh, hier kommen jetzt Orks runter. Und leider hatte er das Problem, dass er gegen diese Maske einen ziemlichen Ausschlag entwickelt hat. Das heißt, seine Haut hat immer allergisch darauf reagiert und er musste sie trotzdem fast jeden Tag tragen. Und ja, er hat's gehasst. Er musste sogar 3 Stunden lang oder 4 Stunden lang in der Maske sitzen, bis die Maske drauf war. Und das ist dann nicht so angenehm gewesen für ihn. Kann ich mir vorstellen. Schnell! Hier entlang! Bam! Headshot! Voll ins Knie! Hinterhalt! Ja. Nehmen wir mal unsere Äxte. Zack. 2 Äxte reichen für die. Kein Ding. Okay. Ja, wie gesagt, Gimli ist sehr stark. Der braucht einen Schlag für die Gegner hier. Zack. Ist aber leider der langsamste, weil er auch so eine blöde Drehung macht. Ich mache hier eigentlich fast nie den auf X-Schlag, also die hier, weil die immer eine schlechte Bewertung bringen. Wenn ihr auf Dreieck macht, kriegt ihr wenigstens noch gut, aber wenn ihr auf X macht, dann kommt meistens nur ein Okay raus, was die schlechteste Wertung ist. Ich will den eigentlich da runterwerfen. Oh Mann. Jetzt hat Aragorn den getötet. Hä? Na gut. Okay, ich muss hier aber erstmal einen Cut machen, denn der Teil neigt zum Ende und dann werden wir uns weiter auf in Richtung Moria machen. Und ja, hoffentlich kommen wir dann unbeschadet dort an. Mal sehen. Also bis dann, ciao.